Ein Kunstwerk hier in der Aula des Franziskanergymnasiums in Hall in Tirol. Es stammt von einem ehemaligen Lehrer unserer Schule, Franz Böhacker heißt er. Leider ist er im April 2021 verstorben. Was denkst du, was wollte der Künstler mit diesem Werk darstellen? Der Künstler gab diesem Werk den Titel Knospe Zuversicht. Er wollte in diesem Stück zwei Bilder vereinen, nämlich einen Schüler, eine Schülerin mit einer Schultasche und eine Knospe. Ich denke, er wollte die Botschaft vermitteln, so wie in einer Knospe ein unscheinbares Potenzial steckt, nämlich aus ihr kann etwas Großes herausgehen, das über sie herausragt, ein Blatt oder eine Blüte, so ist in jedem Schüler, in jeder Schülerin eine Kraft bzw. eine Fähigkeit verborgen, die der Mensch entfalten kann. Und so kann was Großes daraus werden. Die Schule hat die Aufgabe, den Menschen, die jungen Menschen, auf diesem Weg der Entfaltung zu begleiten. Jede Knospe lebt aus der Kraft, aus dem Saft, der aus der Wurzel kommt. Und jede Knospe braucht auch die Sonne, um sich entfalten zu können. Und so brauchen auch wir Menschen, bin ich überzeugt, die Hilfe von außen, damit wir uns entwickeln können. Ich denke, wir brauchen besonders auch den Segen Gottes dafür. Und jede Blüte oder jedes Blatt verwelkt auch einmal. Und so verwelken auch wir Menschen. Jeder von uns stirbt einmal. Zu Ostern feiern wir Christen Jesus, der die Grenze des Todes aufgehoben hat. Das glauben wir. Und wir glauben, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass alle, die auf ihn vertrauen, auch teilhaben können an diesem Sieg. Ich glaube an diesen Jesus, der mir die Möglichkeit gibt, diesen Sieg zu erfahren, nämlich in Ewigkeit zu leben und auch in dieser Welt den Segen schon von oben zu empfangen. Das gibt meiner Hoffnung eine besondere Stärke. Ich wünsche uns allen, dass wir eine Knospe der Zuversicht haben, dass wir vertrauen in das Potenzial, das in uns steckt. Und ich wünsche uns auch den Glauben an Jesus, der unserer Hoffnung noch einmal eine viel größere Dimension gibt, nämlich die Hoffnung auf den Segen Gottes in dieser Welt und auf das ewige Leben. Wir alle sind Knospe Zuversicht.